Ich fasse das kurz zusammen, ganz kurz und knapp. Wir haben das Bauamt am Arsch. Das ist jetzt so das Problem. Hatte ich schon mal mit dem Bauamt zu tun? Tatsächlich ja. Habe ich das Gefühl, dass das Bauamt hier ungerechtfertigt irgendwelche Maßnahmen durchsetzt, damit die dadurch einen Vorteil verschaffen? Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Leute, ich habe tatsächlich jetzt lange überlegt, ob ich dieses Video veröffentliche, wann ich dieses Video veröffentliche. Und ihr seht am Titel, heute gibt es tatsächlich keine Bastelei. Ich musste jetzt echt ein bisschen meditieren, damit ich hier jetzt nicht wie so ein HB-Männchen durch die Decke gehe. Aber ihr seht, ja, es ist etwas eingetreten, es ist etwas vorgefallen, was ich so nicht ganz verstehen kann. Und wie ich finde, ihr auf jeden Fall auch davon wissen sollt, weil ihr mir ja schon ziemlich lange folgt. Ich meine, es gibt einige Leute, die sind ziemlich krass dabei, die folgen mir auf Instagram, die folgen mir auf Snapchat, um immer up to date zu sein. Und die wissen halt auch schon ein bisschen früher, worum es eigentlich geht. Nur jetzt, finde ich, sollte auch die YouTube-Community, ihr steht ja auch da seit Jahren dahinter, erfahren, warum aktuell nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ihr wisst, in meinen Videos geht es halt eigentlich immer um Witz, um Spaß, um Spannung. Aber heute, ja, nicht so wirklich, und ich weiß auch nicht, wie ich das deuten kann, wie es weitergehen wird, und ich hoffe, vielleicht gibt es einige Zuschauer da draußen, die jetzt aus einem speziellen Bereich kommen und uns möglicherweise helfen können. Wie könnt ihr mir helfen? Indem ihr das Video liked und einen Kommentar schreibt, weil ich bin echt gespannt auf eure Meinung da unten, weil immerhin mache ich die Videos ja nur für euch. Und ja, aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video jetzt halt so zu veröffentlichen und euch die Story so zu erzählen, so ehrlich, wie ich halt immer zu euch bin. Es fällt mir wirklich schwer, jetzt die passenden Worte dafür zu finden. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also beachtet das gerne als Frage-Antwort-Video, weil es sind auch einige Dinge jetzt dabei, die sehr häufig gefragt werden. Ich habe vor langer, langer Zeit in einer Werbeagentur in Gladbeck angefangen zu arbeiten. Da war ich über 10 Jahre und habe parallel mit YouTube angefangen. Ich fand es ziemlich witzig, YouTube, weil ich so ein Video von Felix von der Laden, von Dena, gesehen habe. Der ist mit einem Longboard durch Deutschland gefahren. Und ich fand halt dieses Video, beziehungsweise diese ganze Aufmachung so cool, mit seinen Freunden Videos im Internet zu machen und zu zeigen, was man alles Cooles machen kann. Und ich glaube tatsächlich, Felix hat es geschafft, YouTube durch dieses Projekt so richtig nach vorne zu bringen. Ich habe es gesehen, ich habe Bock darauf bekommen, auch mal was zu machen. Und somit habe ich mein erstes Video hochgeladen, um einfach mal zu gucken, okay, wie kommt das an? Ist es cool, ist es nicht cool? Und tatsächlich war die Resonanz erst so lala, wie viele, die vielleicht zuschauen und selber YouTube machen, dann merken, okay, die ersten 1000 Aufrufe und man freut sich total. Und so habe ich immer weitergemacht und eine unglaubliche Euphorie und Lebenskraft in dieses ganze Projekt Social Media gesteckt. Ich bin bestimmt teilweise über Leichen gegangen, indem ich unbedingt dieses Ziel weiter verfolgen wollte und habe andere Dinge schleifen lassen dadurch. Ich habe parallel immer noch meinen Job gehabt und nach quasi Feierabend mein privates Ding, dieses YouTube-Projekt, weiter nach vorne gebracht. Und irgendwann kam halt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich schaffe es nicht mehr, beides zu handeln, weil es zeitlich oder mir auch körperlich und seelisch viel zu krass ging. Selbst wenn ich dann versucht habe, noch 1-2 Stunden in der Agentur da am Tag zu arbeiten, haben mir diese 1-2 Stunden gefehlt, um meine anderen Projekte zu realisieren. Und dann war irgendwann dieser schwere Schritt zu sagen, pass auf, ich verlasse jetzt meinen alten Job, ich hänge den am Nagel und ziehe jetzt mein eigenes Ding durch. Diese Entscheidung ist sehr schwierig. Zum einen sagt natürlich meine Familie, ey, das kannst du nicht machen, du brauchst quasi den seriösen, regulären Job. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich kann später immer noch arbeiten gehen. Ich kann auch später, meinetwegen auch, wenn gar nichts anderes mehr geht, Kugelschreiber zusammenbauen oder irgendwelche Mennekes-Stecker zusammenbauen in einer Großproduktion. Da scheue ich mich nicht vor. Also Leute, die mich wirklich kennen, wissen halt, dass ich nicht der etepetete Bürojobber bin, sondern theoretisch auch mich mit im Regen stehenden Leuchtreklamen zufrieden gebe und so lange daran werkel, egal wie kletschnass ich bin, bis das ganze Projekt fertig ist. Anyway, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt letztendlich hinaus wollte. Ich habe also quasi den Job an den Nagel gehangen und habe gesagt, ich mache das Ding mit YouTube. Einige haben es so ein bisschen verhöhnt und haben gesagt, ey, das macht gar keinen Sinn. Aber ich habe euch da draußen gesehen, ihr als Zuschauer, die jetzt dieses Video hier sehen, die unglaublich viel Kraft gegeben haben, unglaublich viel Euphorie gezeigt haben, weiter am Ball zu bleiben. Es gab sicherlich Phasen, wenn man Online-Videos produziert, wo man dann durch das reale Leben, sei es durch Freundschaft oder Beziehungen,
nicht mehr die Kraft hat, gerade ein Video zu produzieren, dann lese ich eure Kommentare. Ich weiß, ihr seid da draußen, ihr habt da Bock drauf und ihr gebt, wie gesagt, unglaublich diese Kraft, weiterzumachen und geilen Scheiß zu produzieren. Und deswegen, ne, auch wenn ihr immer denkt, ich lese eure Kommentare nicht, doch, die lese ich tatsächlich sehr häufig, nur ich kann halt nicht jedes Kommentar beantworten, weil halt je größer ich werde, desto mehr Anfragen von allen Seiten kommen. Ja, am Ball geblieben, weitergemacht. Dann überlegt, okay, wir brauchen eine Halle, um vielleicht so diese ganzen Umbauten, die ja auch so zu meinem Kanal gehören, nicht nur diese ganze Lost Place Kram und durch verlassene Gebäude mit einer Taschenlampe laufen, weiter auszubauen, noch coolere Projekte zu machen. Und dann bin ich letztendlich, ich glaube, ich schneide mal so ein paar Szenen zwischen, damit ihr so eine kleine Timeline habt und genau wisst, was ich so meine. Ja, genau, auf eine Halle gestoßen, hier auch in Gladbeck. Durch einen ganz doofen Zufall, durch eBay Kleinanzeigen, da habe ich den Verkäufer von einem gewissen Produkt angeschrieben und da habe ich so eine Halle im Hintergrund gesehen und habe den dann einfach gefragt, ist da irgendwie was abzugeben und zu vermieten, und dann hat er mir die Kontaktdaten vermittelt und dann bin ich dann letztendlich hier gelandet. Wie geil! Ein Grubentelefon! Dum, dum. Vorbereitete Anschlussstecker. 24 Röhren, A 58 Watt. Es ist einfach geil! So, ihr habt gesehen, Euphorie, erste Halle, Ding stand jahrelang leer, super schlechte Infrastruktur, undichte Fenster, undichtes Dach, Leuchtstoffröhren, die einen Stromwert jenseits von Gut und Böse hatten, und somit hat man dann langsam angefangen, so ein paar Sachen zu optimieren. Vollgepackt mit tollen Sachen. Das ist ganz schön wackelig hier oben. Boah, ist das schwer. Lago leer. Nein, wir haben noch genug da. Nice. Schön. Das ganze Spiel habe ich dann natürlich auch auf YouTube veröffentlicht und ihr hattet da auch Spaß dran. Es war natürlich jetzt nicht der absolute Klickbringer, wo man jetzt sagt, 10 Dinge, die Mädchen an Jungs toll finden, sondern es ist halt eine spezielle Sparte. Und genau das unterscheidet mich halt von anderen YouTubern, dass ich jetzt nicht Dinge bringe, die Klicks des Todes bringen, sondern eher einfach was, womit ich euch helfen kann. So, wenn ich jetzt so ein Video hochlade über eine Leuchtstoffröhre, denken sich andere vielleicht, ja, ist jetzt ja nicht so super spektakulär. Ich weiß, dass es einzelne Zuschauer da draußen gibt, die genau sowas suchen und da Bock drauf haben, und das ist für mich dann wieder der Anreiz, wenn ich das Feedback bekomme, ey, cool, durch dich habe ich jetzt das und das auch so gemacht, und das hat ja für mich einfach irgendwie so ein bisschen auch so den Bildungshintergrund, und ich feiere das abnormal weg, wenn ihr euch so bei mir so ein paar Inspirationen holt für gewisse Dinge, aber es geht ja theoretisch noch weiter. So, wir haben also jetzt quasi die erste Halle hier und haben uns darum gekümmert, dass Feuerlöscher funktionieren, dass die Notausgangsbeleuchtung funktioniert und dass wir so grob erstmal werkeln können. Die Fenster sind wieder dicht. Wir haben uns über den Zeitraum hinweg etwas erweitert, weil auch andere spannende Projekte kamen. Ich habe den Campervan gekauft, wenn ihr euch daran erinnert, diesen ultra schlechten, runtergerockten DHL-Sprinter, der jetzt inzwischen ein wundervolles Wohnmobil ist, den ich auch hier komplett umgebaut habe zu diesem einzigartigen Stück. Da sind auch diverse Videoteile entstanden, die super spektakulär waren. Er zieht super aus, Leute. Da ist ganz wichtig, dass man hier nochmal Leitung vorbaut. Das kann doch nicht wahr sein hier, ey. Also das ist das allerletzte. Wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten. Ich baue das Ding da jetzt ein, ne? Und dann ist der Teil hier für mich durch. Ja, ihr da auch tierisch Bock drauf hattet, euch diese Videos anzuschauen. Ja. So. Ich glaube, ich muss noch mal so ein Stückchen wieder zum Anfang zurück. Hab also diese Halle. Wir haben echt ein klapperndes Stromaggregat am Anfang hier gehabt, weil hier die Infrastruktur des Stroms bzw. der Leitung gar nicht so gegeben war. Es lag kein Strom mehr. Es wurde alles gekappt nach Verlassen dieses Areals. Und dann bin ich auf einen Zuschauer tatsächlich gestoßen, der im Elektro- bzw. in dem Stromversorgungsbereich, keine Ahnung, wie war das denn das für ein Spezialbereich, weiß ich nicht. Sondern haben wir angefangen, hier alte Leitungen zu suchen, die alten Leitungen wieder aufzulegen und wegzukommen von diesem Aggregat. Also hier lief ja dieses stinkende Aggregat. Die Nachbarn waren, glaube ich, so ein bisschen gereizt und haben sich gedacht, boah, das nervt, aber dann haben wir es irgendwann in den Raum verfrachtet, aber es war trotzdem doof. Man musste immer Diesel nachtanken, und dann haben wir es geschafft, Leute. Bei Wind und Wetter, im tiefsten Regen. Da muss ich euch zeigen, diese Szene. Das ist der Jan. Ich habe jetzt gedacht, ich kann dich unter anderen Umständen vorstellen. Die Erde ist außenrum. Das heißt, wir haben schon mal die richtigen Kabel angeschlossen. Yes! Ich würde sagen, das ist mal ein Sprinter. Da müssen wir auch mal ein Video zu machen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ihr habt gesehen, mit voller Euphorie hier wieder den Strom zu legen. Wir haben uns gefreut, wie Sachsen-Paule, plötzlich lief der Strom. Und so wurde aus dieser einen Halle, die ich hier gemietet habe, auf diesem Areal, größeres Projekt mit
inzwischen einer großen Familie. Der Zuschauer, der damals geholfen hat, diesen Strom hier zu legen, hat dann plötzlich hier auch eine Halle gemietet, die aber auch tatsächlich anfangs in einem miserablen Zustand war und hat auch super viel Liebe da investiert. Dann kam ein Polizist hier hin und ich habe mir gedacht, oh, Polizist, ne? Hand aufs Herz, Leute, Butter bei der Fische. Ich mit meinen bösen Lost Place Videos manchmal habe mir gedacht, ist das so fördernd? Aber ja, es ist fördernd. Hier vorne gibt es jetzt auch nochmal so einen kleinen Raum, wo so ein paar schöne Lämpchen hängen und sich Polizisten und Feuerwehrleute treffen, um da einfach abends nach Feierabend mal ein Bierchen zu trinken oder vielleicht auch mal Fußball zu gucken. Und so hat sich diese Kette immer weiter fortgesetzt und wir sind mit jemandem vorne, der Veranstaltungstechnik macht, echt zu einer Familie zusammengewachsen, die unterschiedliche Themenbereiche haben, die unterschiedlich gut Dinge können und wir uns extrem ergänzen und jetzt befürchten, alles zu verlieren. Diese ganze Euphorie, diese ganze Energie, dieses ganze Geld, diese ganze Liebe, die hier reingeflossen ist, nur weil dann jetzt dem Bauamt aufgefallen ist, dass das alles ja nicht rechtens ist, was hier passiert ist. Also wir hätten theoretisch so weitergemacht, aber irgendwann hat sich dann das Bauamt angekündigt, der Stadt, und wollte zur Begutachtung der Hallen einmal vorbeikommen. Und jetzt beginnt quasi das Drama der Nation. Es ist ein Tag, den ich tatsächlich nicht mehr vergessen möchte. Deswegen muss ich jetzt auch mal aufstehen, um euch das ein bisschen näher zu erläutern. Genau, an diesem Bereich da vorne gibt es diese besagte, Moment, wie nennt es die Stadt? Diskothek. Wie gesagt, Feuerwehrleute, Polizisten sitzen da und trinken, was weiß ich, einmal im Monat, zweimal im Monat da eine Flasche Bier, gucken sich Fußball an, kickern da und haben ein bisschen Spaß. Und dann hat sich der Kollege gedacht, mit Bannern mache ich das so ein bisschen zu, weil jeder hat irgendwie so seinen eigenen Bereich abkaschiert. Und auf diesem Banner war halt ein Logo zu sehen eines Clubs in einer anderen Stadt. Und somit hieß es, in diesem Bereich wird ein Club betrieben. Da wäre also ein Clubbetrieb drin. Okay, denke ich mir, ist so ein typisches Stadtdenken, finde ich, weil würde ich da jetzt eine Felddienstreklame dranhängen, dann wäre da drin ja theoretisch eine Brauerei. Ist logisch. So, dann geht die Tür auf hier. Dann sind die bei mir. Laufen hier so rum, sehen hier, okay, hier steht ein Motorrad, hier steht ein Fahrrad, hier steht ein Auto, was halb auseinandergebaut ist. Mhm, gucken sich um, okay. Ja, dann sieht man hier so eine Sitzecke, wo man dann auch mal sitzt, vielleicht auch dann, weiß ich, was grillt oder ein Bierchen trinkt. Ja. Dann kam schon Kopfschütteln und ich habe gedacht, das sieht nicht gut aus. Wir gehen durch die nächste Tür, sehen diese Halle hier. Da stand zu dem Zeitpunkt noch der Amarok drin und der Sprinter. Weil ich keinen Bock hatte, dass diese Autos im Regen stehen. Und dann laufen sie hier rum und sagen, nein, das geht gar nicht. Und ich stand da und dachte mir so, okay, und jetzt? So, raus aus der Halle. Dann ging es weiter zum nächsten Kollegen, der auch schon am Schwitzen war. Landen dann in meiner Halle. Ich schließe diese Tür hier auf, die kommen rein. Und ich sag mal, man sieht, dass es hier ein Lager ist. Hier steht ein Fahrzeug, was noch repariert werden muss. Da stand theoretisch auch ein Auto, da stehen so meine Fahrzeuge. Hier überall stehen Dinge rum, da hinten gibt es nochmal diverse Regale. Und hier steht die komplette einsortierte Fernsehtechnik, schön feinsäuberlich. Tatsächlich waren die fein damit, dass das hier so ist, wie es ist. Dann sind wir eine Etage höher gegangen, die kommen hier hoch, sehen hier so eine mobile Regie, sehen hier Kameras stehen, sehen okay, ja hier passiert jetzt auch nicht so wirklich viel. Und dann Leute, habe ich euch das schon mal gezeigt, sehen hier ein Studio, oh ja. Ihr kennt meine Videos, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich in meinem alten Büro auch ein kleines Studio hatte und ich habe mir gedacht, hier ist das ganz cool, wenn man in diesen 24 Quadratmetern von dieser über 1000 Quadratmeter großen Halle ein kleines Studio einsetzt und wieder diesen It's-Talk fortführt. Der It's-Talk war ja damals eine Idee, mit euch in Kontakt zu kommen. Das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir über gewisse Themen sprechen wollt, so wie Domian, aber dann halt nur Zuschauer bezogen. Das Headset wird wieder aufgesetzt, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Ihr seht auch, heute ist Montag und ihr seht auch am Titel, es geht natürlich um Corona. Erstmal war das eine geile Idee. Eigentlich ist das immer noch eine geile Idee, nur wird man gerade so ein bisschen ausgebremst. Also, kopfschüttelnd gehen die Leute hier wieder runter. Jo, abgezogen wieder alle. Und plötzlich gibt's Post. Die Bürgermeisterin Bauaufsicht. Achtung, haltet euch fest. Ordnungsverfügung. Illegale Nutzung eines Hallengebäudes.
Ich gebe Ihnen hiermit auf, die Nutzung der von Ihnen auf dem oben genannten Grundstück gemieteten Halle zu Aufenthaltszwecken ab sofort einzustellen. So, jeder von uns kriegt dieses wundervoll dicke, schwere Blatt Papier mit einer Verwaltungsgebühr von 186 Euro und der sofortigen Einstellung hier weiter zu werkeln. Mit Gründen, die tatsächlich fragwürdig sind. Wenn ich das vorsichtig ausdrücke, man ist hier ganz schnell durchgegangen und man hatte so den Eindruck, es geht gar nicht ums Detail, sondern wir machen jetzt einfach alles platt. Das war so deren Aufgabe. Es liegt im öffentlichen Interesse, die sofortige Vollziehung dieser Verfügung anzuordnen, da im Fall eines Schadenseintritts Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Die Durchführung eines sich über Jahre hinziehenden Rechtsmittelverfahrens kann daher nicht abgewartet werden, bla bla bla, genau. Mit dem Zusammenhang des Weiteren besteht erhebliche Zweifel an der materiellen Rechtmäßigkeit, das heißt an der Übereinstimmung mit den einschlägigen Bau- und Brandschutzvorschriften. Die Bau- und Brandschutzvorschriften haben sich im Gegensatz zu früher sicherlich heute geändert. Das ist richtig. Wenn ich jetzt auch nochmal meine Halle betrete, Leute, seht ihr da oben eine Notausgangslampe, die wir nachträglich installiert haben für diesen wundervollen Notausgang, der sogar ein Panikschloss hat. Dann gehen wir durch eine dicke, fette Brandschutztür. Hier oben hängt die nächste Notausgangslampe. Mhm. In jeder Ecke hängt ein Feuerlöscher, sogar mit einem Schutzsack drauf und einer gültigen Prüfung. Da hinten gibt es noch diverse andere Feuerlöscher, die keine gültige Prüfung besitzen, aber dennoch gefüllt sind und funktionieren. Ja. Bruchbude sehe ich jetzt auch nicht, also ich wüsste jetzt nicht, dass es hier Gefahr für Leib und Leben gibt, es sei denn, hier fliegt mal eine Flasche Bremsenreiniger in die Luft, aber weiß ich nicht. Also hier ist noch nichts von der Decke gefallen, außer ein bisschen Ruß von den Loks, die früher hier auseinandergebaut und wieder zusammengefügt wurden. Gehe ich dann weiter, sehe ich sogar wieder drei Feuerlöscher, die alle noch geprüft sind und wieder eine Notausgangslampe mit einem Panikschloss, dass ich hier sofort das Gebäude verlassen kann. Sollen wir weitermachen? Soll ich jetzt auch nochmal drüben in die andere Halle gehen und euch zeigen, wie viele Feuerlöscher da hängen, wie viele Notausgangslampen da nachträglich installiert wurden auf LED-Basis mit einem Lithium-Ion-Akku. Das heißt, bei Stromausfall werden die noch heller und man kann das Gebäude verlassen. Wisst ihr, was ich glaube? Man muss ja bei solchen Videos, darf man ja nicht sagen, dass es so und so ist, sondern dass man eine Vermutung hat. Die Stadt hat Interesse an diesem Gelände. So, und jetzt werden wahrscheinlich viele Leute in die Kommentare reinschreiben, hey, dann weiß man ja, aus welchem Grunde einfach alles niedergeschmettert wird und mit irgendwelchen willkürlichen Argumenten versucht wird, diese Leute hier rauszuärgern. Es gibt einen Zeitungsartikel, in dem die Stadt von der EU Fördergelder angefragt oder vielleicht sogar bekommen hat, um aus diesem Areal eine neue Begegnungsstätte für Jung und Alt zu machen. Keine Ahnung, was da genau hintersteckt, aber man hat so ein bisschen, glaube ich, jetzt das Problem. Vielleicht schließt sich für euch jetzt der Kreis, wenn ich euch sage, die Stadt will das Gelände, egal was es kostet, zurückhaben. Man versucht hier, so habe ich die Vermutung, Existenzen einfach platt zu machen und dieses Areal zurückzugewinnen mit falschen Karten. Ihr habt gesehen, ich würde persönlich mich sehr freuen, wenn es ein paar Kommentare gibt zum Thema Brandschutzgutachter und vielleicht auch Rechtsanwälte dieser speziellen Branche, die da gerne mal einfach drüber gucken. Aber für mich als Laie, und man muss so einen Brief ja auch als Laie lesen können, man muss ja nicht dafür studiert haben, um das zu verstehen, sehe ich jetzt nicht einen Brandschutzaspekt. Und ich sehe auch tatsächlich keine Gefahr für Leib oder Leben. Und ziemlich interessant ist, dass die Feuerwehr vorne von der eigenen Stadt hier die Grundausbildung der Feuerwehr hier ausübt und 8 Stunden quasi gewerblich hier die Grundausbildung in den Gebäuden vornimmt und da nicht die Gefahr für Leib oder Leben besteht. Und die Stadt theoretisch auch gratis hier auf diesem Areal in der großen Halle die Weihnachtsmarkthütten einlagert und da sogar den Notausgang der Halle der Polizisten und Feuerwehrleute zustellt und somit irgendwie so ein bisschen man jetzt die Vermutung hat, dass es doch möglicherweise alles ein bisschen willkürlich ist.
Das ist sehr schade. Für mich ist es ein Befangenheitsinteressenkonflikt. Sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist, und ich bin sehr, 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 sehr traurig darüber und sehr enttäuscht, weil es jetzt so ein Thema ist, wo ich gar keinen Bock drauf habe, weil ich einfach was zeigen will. Ihr kennt meine Videos, ihr wisst schon lange, ich bin immer am Ball und ich finde es traurig, dass da Menschen sitzen, klar, die machen auf der einen Seite nur ihren Job, aber die das nicht verstehen, was hier überhaupt hintersteckt. So, unsere Familie droht gerade zu zerbrechen, alles droht kaputt zu gehen, nur weil da eine familienfreundliche Stadt mit, wie ich finde, falschen Karten versucht, uns alle hier rauszuekeln. Man kann mit uns reden und dass solch, so eine Halle vielleicht nicht mehr die neuesten Brandschutzbestimmungen oder Baubestimmungen besitzt, ist ganz klar. Aber in die Hallen reinzugehen, mit dem Kopf zu schütteln und dann einfach wieder rauszugehen und dann letztendlich eine fette Ordnungsverfügung zu bewirken, finde ich halt, ist eine Vorgehensweise, die wirft ein ganz anderes Licht auf diese Stadt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Bottropper. Bin in Bottrop groß geworden, wohne in Bottrop, aber ich sehe mich eigentlich als Gladbecker, weil ich die Stadt sehr familienfreundlich im Kopf habe, weil ich viele Beiträge auch für die Stadt damals produziert habe und wir damals versucht haben, auch diese Multimedia-YouTube-Geschichte mit der Stadt zusammen mal zu realisieren, also weit noch vor meiner Karriere. Ey, was eine Zeit, ey, ich werd wahnsinnig. Ja, kann ich euch das jetzt zeigen? Wie soll ich euch das zeigen jetzt? Ich muss das erstmal abspielen, ich muss mal gucken, was da so kommt, ob ich euch das überhaupt zeigen kann. Alter Schwede. Ja, hier ist ein Beitrag tatsächlich von der Stadt Gladbeck, sehe ich. Ich meine, das war irgendwas zu dem Thema Jugendrat von, ja, 2008 inzwischen. Wahnsinn, genau. Ich hätte mir auch gewünscht, drüben in dieser großen Halle, ich weiß nicht, ob man die gerade sieht im Hintergrund, noch eine kleine Studioecke einzurichten, wo man vielleicht so ein Stadt-TV macht oder so einen kleinen coolen Podcast, wo dann halt die Sparkasse für den eigenen Kanal oder für die Facebook-Seite quasi gratis so ein paar Videos drehen kann, so ein paar Talkrunden, damit man halt immer weiß, was so in Gladbeck abgeht. Das war wie so eine Art offener Kanal, kleiner regionaler Fernsehsender mit so ein paar Beiträgen online. Hätte ich echt Bock drauf gehabt, aber irgendwie finde ich das alles sehr, sehr zermürbend gerade, wie es ist. Und sehr enttäuschend, dass man da so eine Vorgehensweise hat. Sehr traurig. Wir sind alle kreative Menschen. Ihr habt jetzt gesehen, wie viel Kreativität hier drauf steckt. Und ich finde es äußerst uncool. Und ich weiß nicht, wie es in Zukunft weitergehen soll. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam eine coole Lösung finden und nicht hier wieder ausziehen müssen und jemand vielleicht Recht bekommt, der gar nicht so im Recht ist. Das war mein ehrliches Statement heute am Mittwoch. Ihr erwartet neue Videos. Ja, ich habe noch so ein paar Dinger vorproduziert, weil wir dürfen ja in der Halle jetzt nicht mehr werkeln, weil das wäre äußerst illegal. Wir dürfen uns nicht länger als ein paar Minütchen darin aufhalten, weil es ist grundsätzlich ja als Lager so genehmigt. Aber ich glaube, Lager betreten darf man bis zu 2 Stunden. Und wenn man die Gesetzeslage in Deutschland so ein bisschen kennt, weiß man, wie wahnsinnig das ist. Und Wahnsinnigkeit muss man mit Wahnsinn bekämpfen. Somit könnte man jede Stunde 59 rausgehen zur Pizzabude, sich ein Pizzabrötchen holen und dann wieder reingehen. Dann beginnen die 2 Stunden wieder von neu. Nein, auf so Kindergartenspielchen habe ich tatsächlich keine Lust. Und es ist sehr zermürbend, weil, wisst ihr, ich bin halt wirklich so ein Workaholic. Ich habe keinen 9-to-5-Job und komme um 5 Uhr nach Hause und mir ist scheißegal, ob die Bude gerade abbrennt oder was auch immer, weil ich kriege trotzdem mein Geld. Nur hier ist es was anderes, hier hängt eine komplette Existenz dahinter. Ich bin bis 3, 4 Uhr morgens unterwegs und drehe Videos für euch. Ich kümmere mich privat um viele Dinge und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist, sich selbst zu versichern. Dann kommt da der nächste Brief, dann musst du dich darum kümmern. So, da brennt der Baum. Selbstständig zu sein bedeutet nicht einfach Eierschaukeln. Na klar verdient man mehr Geld in der freien Wirtschaft als festangestellt, aber es ist ein riesen Rattenschwanz, der dahinter steckt und ich bin trotzdem am Ball und stehe immer wieder auf, wenn es mal scheiße läuft. Und in dem Fall hier, finde ich, würde ich mir wünschen, dass man einfach die Kuh ordentlich vom Eis kriegt, weil es für mich nach wie vor den Anschein hat, dass es hier nur darum geht, dieses Gelände platt zu machen und zurückzugewinnen. Freitag kommt wieder ein kleines Lost Space Abenteuer, könnt ihr wieder glücklich sein und ich hoffe, dass ich so ein paar vorproduzierte Dinge euch noch zeigen kann. Aber mir war jetzt sehr wichtig, euch das zu zeigen, wo der aktuelle Stand der Dinge ist. Nutzungsänderung beantragen? Keine Ahnung. Man hat ja hier schon vor Ort gesagt, können Sie gerne versuchen, wird aber ein ganz, ganz langes Ding. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken, weil ich war jetzt so ruhig und so entspannt in dieser ganzen Lage, dass ich dann jetzt langsam, wenn ich so drüber nachdenke, wie dieses Verhalten, dieses gottähnliche Jesus-Verhalten. Ach nee, wir lassen es.
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Auf dieser Seite könnt ihr meinen Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Und ich bin echt auf eure Kommentare gespannt heute unter diesem Video. Wird vielleicht öfter fortgeführt. Also ihr seht, es ist auch Teil 1. Man guckt jetzt einfach mal, was so passiert. Und vielleicht finden wir noch eine Einigung, irgendwas Cooles. Und werden in Zukunft wieder mehr produzieren können. Und werden auch fein mit der Seite von dem Bauamt der Stadt Gladbeck. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video.